Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Weiß 2 um 6:23 Uhr. Ich bin wieder hier in der Stadt, ein bisschen backgetrackt. Ja, und jetzt machen wir, was wir hier noch alles reißen können. Hä? Was ist das? Dö. Haben. Was ist du? Apu! Ist das selten? Ist es jetzt irgendwie so ein Special-Kampf? Sieht ja noch aus, ne? Und wird es Apulahyp? Level 40? Kann man das auch noch an einem bestimmten Tag fangen? Wenn ja, habe ich es gerade. Er schafft sonst auch nie. Nie One-Hits, ja? Ich betone auf, er schafft nie One-Hits. Also macht er jetzt bitte auch keinen One-Hit. Danke. Das heißt, danach kann ich nochmal. Ringtanz, aha. Und dann fange ich das Ding, egal. Und dann nenne ich es einfach Pustekuchen, weil es aussieht wie ein Pustekuchen. Back. In was für einem Ball? In einem normalen Netzball, würde ich sagen. Weil es ein Wasser-Pokémon. Sagt er in einem normalen und fängst in einem Special-Ball. Unnötig. Eins, zwei, drei. Ja. So einfach geht das heutzutage. Wassergeist. Interessant. Ja. Waffel. Was ne? Waffel. Ne, Waffel. Waffelteig. Mit Q, weil das ist wie so unsere Kindersprache. So. Yo, I'm a motherfucker, Crew. Zack. Hallo. Naja, haben wir wenigstens etwas Gutes erreicht in diesem Part. Nach 2 Minuten direkt erstmal einen netten Arsch gesehen, ne? Gracias. Gracias, ich bin Gracias. Der lieber Level 40. Die Pokémon sind auch überhaupt nicht auf meinem Level. Ladestrahl. Bam. Guck mal, wie aggro der guckt. Der guckt so richtig gepisst. Sehr effektiv. Wunderbar. Und Funkensprung hinterher. Blake. War das nicht? Irgendwie umso weniger AP, umso stärker. Irgendwie sowas war das. Das ist sehr effektiv. Zack. Ah, ich bin jetzt mittlerweile auch Starmie. Mal weiterkämpfen, auch wenn Starmie ist wirklich. Starmie ist wirklich badass. Gerne Starmie. Es hat auf jeden Fall mehr Style als unser Starter-Pokémon. Aber ich wechsle wahrscheinlich auf Quaffo. Weil den hätte ich noch am liebsten. Ja, wenn Nistakio jetzt stirbt, selber schuld. Ne, ich bin noch mal dran. Naja, ich habe paralysiert, ne? Ja. Wunderbar. Cracker Idle 42, das heißt, er darf den Dingens abgeben. Pokémon. Hier Item. Bewegen auf. Ja, Lucy ist der einzige 41 mit Nistakio. Sie hat das Item gefunden. Wassertafel. Schön. Ja, ich ziehe das ein bisschen in die Länge. Wir können schon längst weitergehen. Aber dann sehen wir nicht alles vom Spiel. Sag mir nicht, hier gibt's wieder Taucher. Ohne Scheiß, hier gibt's wieder Taucher. Oh nee. Wie abgefuckt, wenn es hier wieder Taucher gibt. Kein Bock auf Taucher. Das strengt voll an. Das hat schon in anderen Editionen immer angestrengt. Was ist denn hier los? Wäre nicht jetzt, wenn alles fast tot. Jetzt one-hitte den gefälligst. Kriegt nichts auf die Reihe, ne? Der kriegt nichts auf die Reihe. Nifster. Da müssen wir was aber an deiner. An deinen Spezialangriff tun.
So kann es nicht weitergehen. Ja, Schwimmer Flort. Kleider Schwimmer Flort. Beutel. Hypertrank. Ja, ich, alles klar. Ach du Scheiße. Hier gibt's wieder Taucher. Wieso? Ist das nicht schon wieder dasselbe Vieh, Quabbel? 38. Ist das jetzt selten oder einfach nur da? Ich glaube nicht, dass das selten ist. Ich kenn Quabbel auch gar nicht. Ist aber auch One-Hit. Passiert sehr selten, dass Kyo mal was One-Hit hat. Ja, also, das ist schon mal festgelegt. Nur das Level von Quabbel war gerade selten. Auf dem 38er, wow. Ja, hallo. 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 Ja, das kennt man jetzt nur, wenn man YouTube-Boop kennt. Das ist so random. Hallo. Die Nachbarn hatten heute Sex und keiner kommt. Nee, der Nachbar hat heute zum ersten Mal Sex und keiner kommt. Ich habe sowas von keinen Bock heute auf Schule. Ganz ehrlich nicht. Wir machen heute sowieso wieder nichts außer bestellen. Ah, bestellen. Wir bestellen ja heute. Ja, das ist positiv. Swarovski hieß der, Swarovski-Kristall. Ja, wir bestellen in der Schule. Wir machen richtig geile Aktivitäten. Wir sitzen dann da. Ah, oh, Mann-Tipps, süß. Wir sitzen dann da, sagen, ja, Lehrer, können wir nicht bestellen? Sagt, okay, bestellen wir heute. Jetzt bestellen wir jeden Donnerstag Futter. Geht auch extrem ins Geld, aber hey. Hä? Quabbel Level 40. Ich check's nicht, ne? Check's echt nicht. Hat das zwei verschiedene Farben oder was? Das ist das eine männlich, das eine weiblich. Ich möchte gern gegen den da kämpfen. Ah, da ist er. Das Welt ist ein Ondulas, eine sehr gefährliche Miauts. Ein Moment. So. Funksprung. Ja, wenigstens mal wieder was hier der gute alte Nifstar machen kann. Ich brauche Eisstrahl, nach wie vor. Nächste Arena ist eine Drachenarena. Wenn ich bis dahin keinen Eisstrahl habe, sehe ich schwarz. Sonst muss ich mir ein Pokémon fangen, was Eisstrahl kann, weil das geht einfach so nicht weiter. Funksprung. Beutel. Hypertrank. Ja, 42. Darf weiterhin vorne bleiben, weil er am meisten trainieren muss. Ich habe sowas von keinen Bock auf Taucher, wenn ich das schon wieder sehe. Taucher, Mann, warum Taucher? Erst mal Ren. Da sind die wilden Pokémon dann noch 37, also fast das Level, was ich habe. Beutel. Da kommt man sich dann schon ein bisschen. Bisschen. Schlecht vor. Schutz, mach ich den mal leer. Sonst. Ist ja auch doof. Ach, hier ist nichts. Ja.
Das ist natürlich schön. Dass hier nichts ist. Hier ist überhaupt nichts. Okay, ja, wahrscheinlich unter Wasser. Würde ich jetzt mal so stark behaupten. Ja, wenn das so ist, kann unsere Reise ja weitergehen. Ja, Schutz weiterhin einsetzen. Vielleicht möchte ich da nicht lang. Kiefes Pokémon vor Attacken einzusetzen. Nee, ich nicht. Viel zu anstrengend. Route 13 jetzt. Ja, nee, ja doch. Hallo. Das hier ist ein Weg. Das hier ist ein Strand. Das ist ein einfacher Strand, Dude. Und du kommst da an mit deinem Strepoli und ich denke mir so... Oha, Strepoli. Pokémon. Ja. Lucy. Einziger 41er. Wird sowieso ersetzt. Bock mal auf das nutzlose Ding. Obwohl Lucy wahrscheinlich Spitzenwerte erreicht, ne? Gehe ich von aus. Surfer. Nicht mal mehr mit Surfer kriegt er die Pokémon down. Sonst ist mein Starter-Pokémon immer so gewesen. Surfer, Gegner tot. Surfer, Gegner tot. Okay, wir sind zwar selber das beide Level. Wir sind aber beide dasselbe Level, nicht selber das beide Level. Ja, Schutz einsetzen. Oh, wer ist das? Der sieht anders aus als die anderen Gegner. Setz ich mal ein anderes Pokémon nach vorne. Ja, Lucy. Item. Bewegen. Ja, sonst alles okay. Und zack. Ich bin ein Magier. Hep, hep, doch, doch, doch. Nö. Ach, die schon wieder. Nein, Vincenza. War diesmal kein thailändischer Name. Mit einem Irokese. Irorex, Mann. Was für Namen die Viecher haben. Erstmal Surfer. Eigentlich klingen die aber auch alle bedeutend besser. Was immer mit Grimasse. Lurik hat mein Speed verringert, weil ich bin wahrscheinlich trotzdem dran. Nein. Aber wenn er jetzt mein Speed immer weiter verlangsamt, dann bin ich ja gar nicht mehr dran. Na ne, doch. Ist automatisch, ja, Opfer. Hat jetzt auch nichts gebracht. Kommst du nochmal dran? Kann eigentlich nur Grimasse. Ich weiß, dass der Speed meines Pokémon sehr wichtig ist. Aber nicht in einem 1-on-1-Kampf. Wo du mir sowieso keinen Schaden machen willst. Zack. 42. Hey, alle 42, würde ich sagen. Item bewegen auf Toni. Weil Toni verdient es. Tausch auf Lucy. Wer gechillt? Überhaupt freie Bahn. Route 13, anspruchsvollste überhaupt. Oha, Zerschneider habe ich nicht. Ja, Schutz wieder wirksam machen. Hallo, Airstrainer. Ich bin äußerst Pokémon. Ah, er ist äußerst Pokémon, also. Also, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Tonio? Hä? Ach, Eniko, hä? Achso, dann heißt der Typ Tonio. Das Battle der zwei Katzen. Psychinese. Mogelhieb. Betrug. Er hat gemogelt. Das war so klar. Dann setze ich Rückkehr ein. Guck mal, wie sehr mich Toni liebt. Bäm. Toni, Toni, Toni. Und ich dachte, unsere Liebe wäre was Besonderes. Oh, Enikora tot. Zaplek. Da kann ich nur weiterkämpfen.
Kenn ich doch. Genauso stark wie meins. Und es hat keine Schwäche. Also keine direkte Schwäche. Knirsche. Aua! Fuck! Das hat gesessen. Warum kann meiner kein Knirsche? Oder kann meiner Knirsche? Ich weiß es gerade nicht. Wenn meiner Knirsche kann, okay. Wenn meiner nicht Knirsche kann, dann ist das nicht okay. Oh, 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 da hat Toni kassiert. Da hat Toni kassiert. Wo bin ich jetzt? Am Pokéball. Ich hab das Item gefunden. Überball. Das ist immer das Deprimierendste. Hallo? Nein, ich möchte nicht surfen, ich möchte mit dem... Ich bin aufgrund des Gutmütigen hier. Deswegen möchte ich mit ihm reden. Battle of Shit. Du. Oh, er hat Nakwana. Oh, guck mal, wie süß das ist. Boah, Süßigkeit Überflow. So süß das Aquana. Könnten wir ein Team nur aus Evolis machen? Nein, das könnte ich wirklich mal machen. Evoli only run. Man hätte alles abgedeckt. Du. Lebenbrühe. Wow. Dieses Aquana, ne? Zablarek. Jetzt kannst du mal zeigen, Nifstar, was du gelernt hast. Mit deinem Funkensprung. Alle Statusveränderungen wurden entfernt. Boing. Tja, und alle Gegner auch. Angler Ivan. Vor allem Angler. Mann, ich möchte auch noch angeln. Das wäre nämlich voll knorke. Toni ist erst dreimal gestorben. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass er mich nicht mehr so liebt, wie ich ihn. So deformierend. Ja, Schutz weiterhin einsetzen, auch wenn er bald leer ist. Wird ihn sowieso nur loswerden. Ah, guck mal hier, hallo. Ich bin ein Mädchen, das einen Schirm in der Hand hält und am Strand steht. Ich möchte Aufmerksamkeit. Dazu hast du aber nicht die nötigen Maße. Sorry, Elisabetha. Es regnet nicht, es macht gar nichts. Was ist mit deinem Formeo? Es kann, wird nichts werden. Sei denn, es setzt Regentanz ein oder so. Und das ist auch Shit. Oh. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Hey, Nistakio, der erste Level Upper. Momentan ziemlich einseitiger Shit hier. Item wegen. Scow. Bald will sich Scow entwickeln. Also wenn ich den kleinen. Nein, keinen Schutz mehr einsetzen. Hallo. Ah, was mache ich hier? Ja, Schatzsuche, das macht total Spaß. Hier, erhält Ausrufezeichen, ja danke. Schwanzflossenfisch. Aha. Okay. Ich komme aber nicht jeden Tag vorbei. Hallo. Was? Bist du Kurt? Bin dir ehrlich, dass manche Dinge gefordert sind, dass ein Pokémon auch ein Pokéball, aber so soll man trotzdem nicht gehorchen. Ja, hätte ich auch nicht gemacht, so der Marc. Bei so einem alten Trainer muss man nicht gehorchen. Der Trainer gehorcht dir. Ah. Ja, was für eine unnötige Sandbank das war. Ja, bin ich richtig? Ja, scheinbar schon, ne? Ja, ich würde sagen, dann mache ich hier wieder Schluss. Auf dieser sandigen Übergang. Aber erstmal will ich nochmal da hinten hin, wenn ich richtig gehe, ist das Shit. Oder kann man hier nur lang im... Ne, ist ja Herbst. Ah, und dann geht's hier durch Gras. Die Route ist verwirrend, die ist zweigleigelig. Zweigleigelig vor allem. Ja.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Yippie, yuppa, Karabata. Leugenklaut.